Wo auch immer das jetzt ist. Da war's. Lehrlingsbuch der Alchemie. Alchemie um 1 auf 17 erhöht. Also das bringt schon immer eine ganze Menge, diese Bücher zu finden, die einem da echt lehrreiche Dinge vermitteln. Was ist denn hier? Wir beten. Lasst uns beten. Nein, machen wir jetzt nicht. Das lassen wir. Ich kann das... Nein. Ich kann da nicht schaufeln. Ich bin voll der Grabräuber. Was ist denn da drinne? Ui. Da ist sogar eine ganze Menge drinne. Rolle der Seelenfalle. Ich nehme das Lehrlingsbuch mit. Aber das war's dann auch schon. Wir haben hier zwei Lehrlingsbücher gefunden. Mentalismus. Mentalismus um 1 auf 16 erhöht. Handwerkskunst. Von 1 auf 16 und dann haben wir noch die Psionik. Von 1 auf 16 erhöht. Also wir werden langsam besser. Das kann man schon mal dazu sagen. Wir werden wahrscheinlich hier irgendwann rumlaufen und jeden mit einmal einen Hieb schlachten. Schnetzeln. Was auch immer. Na, ihr Ziegen, geht's euch gut? Du brauchst doch keine Angst vor mir haben. Braves Zieglein. Da ist ein Wolf. Ach, ich hab den Bogen noch. Du blöder, abgefuck... Wolf, Feuer! So, jetzt hier schnell... Die ziehen... Und tschüss! Also gegen Wölfe sind wir schon echt gut geworden. Fleisch nehmen wir mal mit. Endlich war der mal nicht leer. So, was haben wir denn hier? Ein Sack mit Salz. Salz nehmen wir auf jeden Fall mit. Das kann man nämlich gebrauchen, wenn man später kochen möchte. Ich höre da schon wieder einen Wolf. Da! Das könnte kritischer Schaden werden. Ach, na super. Der bringt auch gleich noch einen Kumpel mit. Und du auch. Geh weg. Sucht euch ein anderes Happy. So. Den haben wir auch. Mann, und dann ist das immer so eine... Ich weiß nicht. Jetzt sind wir voll entspannt, wenn dann nach dem Kampf so eine entspannte Musik kommt, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier oben eigentlich war. Weswegen die hier standen. Steine. Nichts als Steine. Aber was ist das hier? Oh, da kann ich von unten kommen. Moment. Ich könnte da auch nach rechts weggehen. Sieht aus wie ein Bauernhof. Ich glaube, ich gehe mal hier entlang. Ich hoffe auch, dass es ein Bauernhof ist. Ah. Ruin. Altes Bauernhaus entdeckt. Um in Enderal Gegenstände herzustellen, benötigt ihr dreierlei: einen Bauplan, Zutaten und eine Fertigungsstelle, wie zum Beispiel eine Schmiede. Hergestellte Gegenstände sind meist stärker als gewöhnliche und einige besonders seltene Artefakte lassen sich nur herstellen und nicht finden. Natürlich! Wie? Ausgewachsene Ratte? Ui! Sie ist ganz schön hochgeflogen. Die hat sich vor Freude gefreut, dass ich sie umgebracht habe. Rattenhaut. Nehmen wir sie einfach mal mit. Und hier, Bauplan kleiner Rucksack. Hier liegt auch noch ein Wein. Den Wein nehmen wir einfach mal mit. Und hier brauche ich mal
meine knackenden Fähigkeiten. Und ein paar Groschen. Und ich krieg sogar dafür Fähigkeitspunkte, was ich richtig cool finde. Der Schlächter von Ark, Buch 1. Folge dem Feuer. Der Schlächter. Oh, das ist auch wieder ein richtig schön langes Text. Schön langes Text vor allem. Ein schön langes Buch, was man mal wieder ganz in Ruhe lesen müsste. Boah. Ja, das ist natürlich hier wirklich ein ganz schöner Wälzer. Hallo? Hört das auch mal wieder auf? Ich habe jetzt die Seiten auch nicht gezählt. Aber das ist ein richtiger Wälzer. Hier bist du mehrere Tage dabei, das zu lesen. Ich nehme das Ding mal mit. Gestartet, der Schlächter von Ark. Ne, da stand auch noch was drinne. Alle Bände des Schlächters von Ark lesen. Ich brauche davon 10 Stück? Ach du Schande. Die müssen wir auch noch lesen. Oder ich lese die mal, wenn ich nicht aufnehme. Weil das ja, naja, es könnte ein bisschen viel sein. Da war jetzt gerade mein Seelenstein. Hier kriegen wir sogar eine Fackel. Und die Grube nehmen wir mit. Was ich hier gut finde, hier kriege ich Kettenstiefel. Und einen ranzigen Trank. Zerstörtes Buch ist jetzt, naja. Oh, ich habe es rausgeschmissen. Ein Eisenschwert. Das lassen wir da mal stehen. Ah, das hier sieht so aus wie der Besitzer. Und da ist gerade mein bekritzeltes Pergament. Vielleicht ist er gerade noch dazu gekommen, das zu schreiben. Ich weiß nicht, was los ist. Alle werden so merkwürdig. Die Tiere sind böse. Sie haben Papa und Mama gefressen. Oh. Oh Mann. Die oder der Ärmste. Tiere sind manchmal auch grausam. Genauso wie wir Menschen. Das muss man sich auch mal festhalten lassen. Weil Tiere töten, um zu überleben. Genauso wie der Mensch. Um deren Fleisch zu fressen. Denkt mal drüber nach. Tiere sind genauso wie wir. Theoretisch. Wollen ja auch nur leben. Fressen oder gefressen werden. So lautet das Motto in der Tierwelt. Das hier sieht aber so aus, als ob der Bauernhof noch... Der Bauernhof hier noch bewirtschaftet wird. Aber ich glaube auch nicht. Der sieht so verlassen aus. Ja, der ist auch verlassen. Was haben wir denn hier? Hier sind ein paar Sachen drinne. Hier möchte ich jetzt aber noch nicht lang gehen. Ich möchte da erstmal in den Bauernhof. Upsala. Ich mach das mal gerade von der Außenansicht. Dann gucken wir uns das mal an. Oh, hier, guck mal. Heilwurz, aber nee, das mache ich jetzt nicht. Vielleicht brauchen wir das irgendwann mal. Oh, hi. Ja, 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 ist ja gut. Ich wollte doch nichts Böses. Und es wird langsam Nacht. Wir sollten allmählich auch schlafen gehen. Beziehungsweise uns eine Taverne suchen. Jeros Haus entdeckt. Yay, wir haben jetzt nun die neue Stufe erlangt. Ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Wählt ein Attribut, das ihr verbessern möchtet. Diesmal nehme ich Mana. Drückt H in das Heldenmenü Fähigkeiten. Ah, das war das hier. Natürlich. Arkanistenfieber ist schon auf 26. Wir müssen langsam mal gucken, dass wir das wieder runterkriegen. Das ist schon fast so wie die radioaktive Verseuchung bei Fallout. Ich vergleiche das im Moment so, ne? Ist voll schlimm. Aber man muss einfach sagen, Bethesda hat in meinen Augen... Also das ist natürlich auch wieder jedem...
Jeder hat da wieder eine andere Meinung zu, aber ich finde, Bethesda hat so die besten Rollenspiele, die es eigentlich gibt. Also ich persönlich finde das. Es ist meine persönliche Meinung. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere, die deutlich besser sind als die hier. Aber ich kann mich immer in dieser Welt von Bethesda sehr gut verirren und... verirren, sage ich jetzt schon. Verlaufen. Sagen wir es mal so. So, verbrennen wir mal die Ratte. Feuer! Oh. Da liegt sie. Und da ist Blut. Ich habe ein bisschen Angst, dass da irgendwas drin ist. Okay, so weit geht das Feuer nicht. Schade eigentlich. Und da liegt doch tatsächlich was drauf. Da könnte ich eigentlich auch schlafen, wenn ich das wollte. Aber ob das als sicher angesehen wird, glaube ich nicht. Ein bisschen Gold haben wir gefunden. So, die haben wir weg. Und hier gibt es wieder Baupläne. Ich frage mich ja, ob ich diese Baupläne irgendwie auch in mich aufsaugen kann. Ich will mal eben gucken. Baupläne waren, glaube ich... Nee, wo waren die denn? Hier drin waren sie auch nicht. Da, Bauplan. Ihr könnt diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Ich frage mich, wie ich das benutzen kann. Die magischen Disziplinen. Entropie. Da werde ich also auch wieder was lernen. Ach du meine Güte, das ist ja noch kleiner geschrieben. Die Funktionsweise. Hier wird das sogar erklärt. Das ist ein Totenkopf. Man vermutet, dass ihnen mittlerweile die Knochen als eine Art Fokuspunkt dienen. Ich nehme das mal mit. Und ein Goldbeutel mit 5 Goldmünzen drin. Ich frage mich, ob da was drin ist. Ich kann es knacken. Ja. Und was ist drin? Hier hat ein Magier gewohnt. Ein gefüllter Seelenstein. Und hier oben ist sogar Stab der Heilung. Den nehme ich einfach mal mit. Käse liegt hier en masse. Käse nehme ich mal mit, schon allein aus dem Grund, weil er vielleicht irgendwas bewirkt. Vor allen Dingen, wenn wir wieder Nahrung brauchen. Oh. Nägel, Zange. Nee, das brauche ich alles nicht. Ich will das mal hinstellen. Damit man sich das mal besser angucken kann. Ein Korkenzieher. Zieher wollte ich jetzt schon sagen. Was sind das? Fußstapfen des vier Gereisten. Der bringt voll viel. 246. Mann, Mann, Mann. Und was ist da drin? Ah, noch ein Schloss. Ah, schon abgebrochen. Und offen. Was haben wir denn da so Schönes drin? Bronzeanhänger der Konstitution. Festigt eure Lebensenergie um 10 Punkte. Ich habe im Moment überhaupt noch nichts davon angezogen, ne? Was ich so gesammelt habe bis jetzt. Sollten wir vielleicht mal machen, dass wir uns damit ausrüsten. Das mit diesen 10 Lebenspunkten finde ich gut. Und hier sind ein paar Salze. Das Salz muss ich auch noch probieren, was das eigentlich für Attribute hat. Aber ich glaube, das war... dass das Magika weggeht. Ich frage mich ja, wo hier dieses Schienensystem hinführt. Was liegt denn da? Kohle. Hier liegen auf jeden Fall ein paar Kohleplättchen. Ich verfolge das jetzt mal aus Neugier. Ah. Da ist aber wer.
Ich könnte mir vorstellen, dass das bösartig ist. Tatsache, ist bösartig. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Kratz ab, los! Oh, der ist sogar abgestürzt. Abstürzen solltest du eigentlich nicht. Straßendieb durchsuchen. Was hat der denn da an für einen komischen Eisenhelm? Nee, die Sachen brauche ich halt nicht. Warum die mich auch immer angreifen müssen, ne? Coole Schuhe. Nehme ich mal mit. Eisenrüstung kann mir gefallen. Weil dann habe ich nämlich auch meine Rüstung endlich komplett. Silberkerzenständer. Wir alle wissen, dass Tote gegen Silber allergisch sind. Lehrlingsbuch, Mentalismus. Das werden wir uns jetzt auch nochmal einflößen. Von 1 auf 17 erhöht. Ich frage mich, ob ich irgendwann noch ein doppeltes Buch finde. Ich glaube sogar, ich muss dahin. Kann das sein? Schatulle, die Jero in der Nähe seines Hauses ins Meer geworfen hat, finden. Ja, die Frage ist, wo finde ich das hier, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwie hier erstmal lang muss, um zu gucken, ob es hier irgendwo ist. Und dann muss ich auch noch im Meer gucken, ob da irgendwo was liegt. Oh, abgebrochen. Lehrling ist natürlich immer so eine... Ja! Geschafft. Blauer Quarz. Ich habe immer noch sehr viel Platz, aber da war jetzt nicht so viel drin, wo ich mir denke, wow, da fliegt mir jetzt aber glatt das Blech weg. Ah. So, Lebensenergie aufgeheilt. Oh, es geht da tatsächlich rein. Wieder mal ein Versteck hinter dem Wasserfall. Klassiker. Die Frage ist ja, ob ich hier irgendwas finde. Und ob er hier irgendwas versteckt hat. Ob hier die Schatulle auch zu finden ist. Alter, ist das krass hier. Aber ich glaube nicht. Ich werde mir das mal für später hier aufsparen. Und werde jetzt erstmal diese Schatulle suchen. Es wird jetzt nämlich auch langsam dunkel da draußen. Ich will auch irgendwann mal ins Bett. Ich glaube nämlich, wenn ich hier länger wach bleibe, dass auch das Arkanistenfieber steigt. Aber ich glaube, es wird auch gerade wieder Tag. Kann das sein? Achso, ich kann nicht auf die Uhr gucken. Das ist jetzt das Blöde. Kann ich die ja nicht runterschmeißen? Lederschild brauche ich nicht. Die hat er in der Nähe seines Hauses irgendwo reingeworfen. Aber dafür, dass er noch nicht so lange tot ist, ist das hier aber schon alles zusammengebrochen, ne? Was liegt denn da? Ich muss mir das auch gleich nochmal angucken. Also, wenn ich das richtig deute, ne? Da, wo er was reingeworfen hat, muss da hinten sein. Da ist auf jeden Fall das Haus. Und da muss ich hin. Also darüber. Oh Mann. Wie ist er denn da rübergekommen? Ist er geschwommen oder hat er sich rübergezaubert? Alter, was ist denn das für eine Riesenkrabbe da?
Oh Mann, da kriegt man so ein bisschen Angst, ne? Wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Wenn diese Viecher da unten im Wasser sind, dann haben wir ein echtes Problem. Lebt das Skelett? Mann, ist die klein, die Truhe. Wieso sitzen die hier so tot? Das ist hier auf jeden Fall irgendein Ritual gewesen. Sonst wären da nicht die Steine drumrum. Krass. Hier soll die Schatulle liegen. Ist ja schön, dass mir das angezeigt wird, wo die zu finden ist. Jeros Tagebuch. Jespers von dem Lebensbrief erzählen. Ist das hier auch in Jeros Haus? Pentas Haus entdeckt. Ob der hier noch lebt? Benötigt einen Schlüssel. Ah ja. Entweder lebt er wirklich hier. Das kann ja eigentlich nur so sein. Ist Jesper immer noch da oben? Der ist immer noch da oben. Alfred sprechen. Da möchte ich eigentlich gerne noch hin. Okay. Also wir haben jetzt schon mal die Schatulle gefunden. Natürlich, da hinten läuft erstmal wieder ein Wolf lang. Man ist hier auch nirgendwo sicher. Irgendwo muss doch die nächstgrößere Stadt sein. Da möchte ich nämlich gerne mal über Nacht bleiben. Feuer! Ah, nochmal. Was, abgebrannte Fischerhütte? Stand das da gerade wirklich? Dann sind ja auch noch zwei von diesen Ratten. Warum ist die hier abgebrannt? Was? Wo? Ich habe da gerade was gesehen im Haus. Boah, wie viele Ratten. Ich hoffe, es kommt nicht noch eine. Gucke mal an. Hier ist ein Schild. Schild sage ich jetzt schon. Ein Text zum Lesen. Ich habe Ladia gesagt, dass die Banditen gefährlich werden können. Aber sie will diesen Ort nicht verlassen. Diese Schweine beobachten jede Nacht unser Haus. Oh Mann. Was haben wir da noch so drin? Papierrolle. Rolle des Kerzenlichts. Das nehmen wir einfach mal mit. Hier ist eine Truhe. Eisenteile. Eisenbarren, Eisenerz. Was ist das da? Frostschutztrank. Widerstehe 7% Frostschaden für 240 Sekunden. Was haben wir hier noch? Genesungstrank. Regeneriert 9 Lebensenergie für 4 Sekunden. Was haben wir noch? Gift des Leidens. Entzieht 3 Punkte Lebensenergie für 3 Sekunden. Das könnten wir auf unser Schwert zum Beispiel wirken. Und hier ist ein Bett. Und hier war ein bisschen Friedenskraut. Und hier ist doch tatsächlich wieder ein magisches Symbol. Und zwar das Symbol von Enderel. Wir haben wieder einen Teil gefunden. 2 von 100 magischen Symbolen gesammelt. 54 Punkte. EP. Ich nenne es trotzdem Punkte. Okay, jetzt haben wir also schon das zweite Symbol gefunden. Es lohnt sich, wenn wir uns hier umgucken. Also 100 Symbole auf dieser gesamten Insel zu finden, das wird nicht ganz einfach. Wir müssen halt alle Sehenswürdigkeiten uns angucken. Und das gehört auch dazu, das Haus. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch was drin ist. Vielleicht etwas, was wir sogar benötigen. Und es wird langsam Nacht. Und da brennt's. Oh. Hier gibt's auf jeden Fall keine direkten Wege. Wie ich schon feststellen muss. Ob das da Banditen sind, ist mal dahingestellt. Da ist was. Ist das ein guter?
Ich könnte mir nicht vorstellen, dass das ein guter Mensch ist. Ja, der ist schon böse. Das ist ein Banditenlager hier. Los! Ups! Verzeih mir, Fuchs! Ich wollte ja doch nichts tun. Weizen. Okay, die Sachen sind uninteressant. Verbrenne! Okay, ich habe nicht mehr genug Mana. Dann nehmen wir mal den Bogen. Alter, du hast mich getroffen? Dann treffe ich dich. Ja, voll in the face. Uah! Banditenlager entdeckt. Die magischen Disziplinen. Entropie. Ich glaube, das hatten wir schon. Ja, das haben wir schon mal gefunden. Da oben im Haus. Hier wäre ein Banditenlager, wo ich schlafen könnte. Aber das wird wahrscheinlich wieder dafür sorgen. Morgenlufttrank. Das wird wahrscheinlich wieder dafür sorgen, dass wir das Arkanistenfieber, dass das steigt. Was? Ist der da gerade gespawnt? Oder war der da die ganze Zeit drinne? Verteidigt haben wir schon mal. Heia! Stirb! Oh. Ich glaube, der war da noch drinne. Der hat es noch nicht mitgekriegt, dass wir angegriffen haben. Oder dass die irgendwie außer sich waren, alle. Was liegt denn hier? Alter, voll das krasse Schwert. Warum kann ich das nicht aufsammeln? Eisenclaymore der Flamme. Und ich habe... Wo ist das Buch? Hä? Ach, da unten. Leichte Rüstung. Haben wir auch wieder ein Buch. Bauplan Magie... Erfüllte Robe. Oh, jetzt klingelt mein Telefon. Kleinen Augenblick mal kurz. So, und weiter geht's. Was wollte ich denn jetzt eigentlich noch machen? Ach ja, genau, ganz richtig. Ich wollte mich hier noch genau umgucken. Und wir sind schon wieder fast 2 Stunden am Aufnehmen. Die Zeit, die verfliegt hier echt. Das ist echt der Wahnsinn. Kelch... Hier sind wieder ein paar Bauteile. Den Kelch nehme ich ausnahmsweise mal mit. Das Leder auch. Den Mana-Trank auch. Ich möchte aber gerne noch an eine Stelle kommen, wo ich sicher bin. Das habe ich mir jetzt noch vorgenommen. Und ich kriege hier so viele Bögen. Es ist echt unfassbar, was man hier mal alles bekommt. Oh, ich hätte auch hier rüber reinkommen können. Die Frage ist ja, wo geht's hier zur Stadt? Vielleicht über den Weg? Wollen wir mal kurz gucken? Das sieht ja schon mal nicht ganz falsch aus, weil hier kommen wir nämlich hier unten rum. Aber es muss doch irgendwo eine Stelle geben, wo wir nächtigen können. Ah. Warum wusste ich nur, dass wir jetzt hier wieder Wölfen begegnen? Warum waren da gerade Knochengeräusche? Ah, weißt du was? Ich greife die jetzt direkt an. Und du auch! Du auch! Ah, jetzt haben wir das mal in der Ego-Perspektive gesehen. Sehr schön. So, das Fleisch, das werde ich auch gleich mal verknusen. Es wäre vielleicht auch mal ganz gut, wenn wir es ein bisschen essen würden vorher. Hier die Eispranke esse ich auch nochmal. Fleisch. Jetzt habe ich alles gegessen. Das müsste jetzt eigentlich schnell gehen. Das war vielleicht ein bisschen viel. Nee, das geht genau auf gerade. Sogar noch nicht ganz voll, wenn ich das richtig sehe. Das hat also gut geklappt. Und hier ist irgendeine Rune. Wenn ich das richtig sehe. Was klopft hier? Ist hier wieder ein Banditenlager in der Nähe? Natürlich, da steht doch wieder wer. Ark und Flussheim.
Hier ist ein Bergwerk. Mein Problem ist, neuer Ort entdeckt, ich finde immer wieder eine neue Stelle. Und hier oben ist auch irgendwas. Da werde ich jetzt aber mal kurz speichern, weil meistens so bei solchen sind Totenbeschwörer. Alter verlorener Kreis entdeckt. Und Skelett. Halt, das Knochenmehl ist meins. Wo bist du? Hä? Da ist einer. Heia! Du bist der Nächste auf meiner Liste. Heia! Und du auch. Knochenmehl. Hier ein paar Pfeile, Knochenmehl. Wo ist denn der Letzte? Da hinten. Aua! Du hast mich voll getroffen. Und heia! So, jetzt hauen wir den mal richtig ein auf die Schnauze. Und er ist weg. Überall sind solche komischen Skelette. Ist ja furchtbar. So, was haben wir denn hier? Ein Geldbeutel. Genesungstrank. Hallo? Also manchmal stimmen irgendwie die Anordnungen hier nicht. Wie kann ich denn den jetzt einsammeln? Hallo? Ich will den Beutel haben. Was kommt da gerade? Ich habe gerade was gehört. Wie kann ich denn den da um... Schädel. Ich will keinen Schädel. Für den Trank. Den Trank sage ich schon. Diesen Beutel hier oben. Ich hau mal kurz drauf. Wieso treffe ich denn... Weißt du, jetzt habe ich eigentlich die Trophäe verdient und ich krieg sie nicht. Das sind vielleicht so ein paar Bugs, könnte ich mir vorstellen, dass man es dann einfach nicht einsammeln kann. Was jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich ist auf die Sache gesehen. Ich glaube, ich mache jetzt hier eine Aufnahmepause. Wir müssen immer noch versuchen, nach Flussheim zu kommen. Und nach Ark, besser oder nach Ark, je nachdem. Wir müssen nämlich immer noch so ein paar Sachen in Erfahrung bringen. Und zwar müssen wir hier mit Jeros Jugendfreund sprechen. Alfred. Nicht Alfred, sondern Alfred. Und der müsste Bescheid wissen, was mit dem guten alten Jeros gewesen ist. Und wir sind eigentlich so in den 2 Stunden, ne? Wenn man mal bedenkt, wir waren hier oben erst und sind dann hier unten lang gegangen, haben hier eine Quest erledigt und dann sind wir hier unten rum, bis wir irgendwann hier bei Jeros Haus waren. Und wir sind ja hier an dieser Stelle schon fast an jeder Stelle gewesen. Wir müssen nochmal vielleicht hier oben auf den Berg. Aber wir werden so allmählich, erkunden wir hier alles. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Man glaubt das eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ich würde mich jedenfalls auf positive Resonanzen freuen. Und wenn ihr mir auch mal sagt, wie ihr das Spiel so bis jetzt hier findet. Auf jeden Fall, die Story ist sehr packend. Und wir haben hier relativ viel entdeckt. Heute war es nicht ganz so storylastig, weil... Tja, wir sind halt die ganze Zeit eigentlich nur umhergelaufen und jetzt ist es dunkel und wir sollten uns eigentlich mal irgendwann schlafen legen. Und das werden wir wohl erst können, wenn wir in Flussheim ankommen und da werden wir auch einen ganzen Tag durchschlafen, weißt du? Naja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Jedenfalls, schönen Tag noch. Ciao mit, ja, V, sage ich jetzt auch mal. Macht's gut. Tschüss, ciao. Bye, bye.